So, Sandro, wie geht's einmal? Gut, danke, alles okay. Freut mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Schau, du beginnst nach dem Training, du hast das Training von mir beobachtet. Sei ehrlich jetzt. Also, wie vom oberen Stock gehört, haben wir natürlich mehrere zugeschaut, nicht nur ich am Platz. Es geht sich ganz knapp nicht aus für die Bundesliga, aber alle anderen Ligen, über das können wir reden. Na wirklich, wir sind echt überrascht. Beim Ballhalten hast du echt sehr überrascht. Ja. Von deiner Bewegung, deiner Präsenz und deinem Ehrgeiz, wie der Trainer gesagt hat. Wahnsinn. Ja. Und du lügst doch nicht, gell? Ich lüge nicht, weil was bringt mir das? Du bist der Motivator. Ja, eigentlich haben wir schon wieder vier, aber ich nehme die gern mit dazu. Ja. Also erzähl einmal, wie machst du das? Der Peter hat gesagt, er ist eher der ruhigere Typ, oder? Ja, natürlich. Und was machst du? Ja, ich bin im Endeffekt Teammanager vom ganzen Team. Ich organisiere alles, ich mache alles, bin die Ansprechperson für alles Mögliche. Mache ich auch gern. Aber in der Kabine, kennst du ja die Kabinevideos, nach dem Spiel am Tisch oben, wenn wir gewinnen. Das mache dann immer ich, weil sich sonst keiner getraut. Okay, das heißt aber, machst du auch einen DJ oder was? Nein, DJ mache ich nicht. Das habe ich mir zurückgezogen. Das macht der Wuschi Wernitznik. Er kommt auch noch zu dir, aber der macht den DJ. Aber danach, wenn gefeiert wird, da bin ich da. Das, was ist genau deine Aufgabe eigentlich im Team? Boah! Ich weiß nicht, ob wir so viel Sendezeit haben. Wir sind jetzt nicht, unser Verein ist jetzt nicht groß, wir sind weniger im Büro. Aber wir das weniger, Stadion ist groß. Das Stadion ist sehr groß, aber ja, das ist ja eben, wir sind nicht viele, aber ich mache einfach alles. Von Spielorganisation, Auto, Wohnung, Trainingsorganisation, Trainingslager. Was es eigentlich alles rundherum um die Mannschaft gibt, mache ich gern. Alles zusammen als Bindeglied zwischen Geschäftsführung und Trainer. Bin genau einer mittendrin und das versuche ich halt so zu machen, dass es für jeden passt. Mit welchen Bewegchen kommen denn die Spieler zu dir am meisten? Was wollen die von dir? Ja, das gibt es eben nur bei uns, glaube ich, in der Bundesliga. Die meisten kommen und fragen, Zaki, wann ist Training? Weil unser Trainer, wie ihr ihn alle kennt, ist eben noch eine andere Generation. Der Erfolg gibt ihm recht, aber die Spieler wissen halt nicht genau, wann Training ist nächsten Tag und so weiter. Oder wann wir wegfahren oder wo wir schlafen und so weiter. Wirklich nicht? Ja, das gibt es bei uns eben nicht. Und dann kommen sie am meisten zu mir, Zaki, wann ist Training? Und was brauchen wir, was müssen wir anziehen? Passt das den Trainer? Wann müssen wir früher draußen sein? Und also Kleinigkeiten, kein Problem, aber die meisten Wohnung, Auto. Und das sind halt die Sachen. Aber habt ihr keinen Spielplan? Jeden Tag gleiche Trainingszeit? Nein, haben wir nicht. Nein. Unser Trainer sagt nach dem Spiel, nach dem Training, wann nächsten Tag Training ist. Ernsthaft? Ja. Das ist ja geil. Das ist neu. Man kann, es gibt Tage, wo er sagt, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Vormittag Training. Okay. Kann aber auch sein, dass er dann Dienstag, Vormittag sagt, wir sehen uns um 15.30 Uhr. Das ist Peter Backhult. So ist er. So müssen wir ihn akzeptieren. Der Erfolg gibt ihm recht, also gibt es auch nichts zum Jammern. Überraschungspaket, gell? Ja, das absolut. Ist ja richtig gut. Was nimmst du alles mit von ihm? Ein Trainer kann so viel mitnehmen, ich glaube. Ich hoffe, dass ich noch sehr viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten kann. Aber was von ihm mitnehmen kann, ist alles. Seine Art, seine Authentizität, dass er eben immer so geblieben ist, wie er ist. Klar ist er ruhiger geworden, das kennen wir alle, die Geschichten. Außen hin ist er ruhiger geworden, was in der Kabine ist, wisst ihr alle nicht. Braucht ihr nicht wissen. Aber er ist einfach ein Top-Mensch. Und das Schöne, was mir und ihm so taugt, ist, wenn ihm was nicht passt, sagt er, Zaki, Organisation Zero Points. Weißt du, Mann? Ja. Dann weiß ich, aha, gut, passt, war schlecht. Und wenn was passt, sagt er nichts, aber dann weiß ich, dass es passt. Was? Organisation Zero Points. Ja, genau. Gehst du dann weinend heim, oder? Nein, überhaupt nicht. Dann sage ich, Trainer, mach da bitte um das du keine Sorgen. Yeah. Schau du am Platz und ich mach das aus und dann passt wieder. Weil er einfach ehrlich ist und weil er mit ihm kann man so eine Gaude haben, wenn du richtig arbeitest und wenn er Erfolg hast. Mhm. Dann hast du eine Gaude und das ist, du weißt, wo du bei ihm stehst. Was? Das ist das Herrliche. Sandro, sag ich Dankeschön. Bitte, gern. Das war großartig. Und ich wünsche außer Klagenfurt alles Gute, super konstante, geile Mannschaft. Vielen Dank. Finde ich total, kann nur ein Shoutout an die Fans da draußen sagen, kommt ins Stadion, weil es echt schade, dass ich vom Pressesprecher habe gehört, 4.000 Leute da waren. Ja, was, sehr wenig, sehr schade. Ja, für uns, Stadion füllt 35.000, wir können das mal kurz einmal dann nachher bezeigen, das 35.000 Leute. Und beim Cupfinale hat man gesehen, was für eine Energie da abgeht. Absolut. Und die Energie, glaube ich, wenn außer Klagenfurt mit ein volles Stadion spielen würde, dann wäre, glaube ich, Top 3 auch ein Thema, weil der 12. Mann ist ja eine wichtige Geschichte. Absolut, ja. Und in allen anderen Belangen würde uns das auch helfen. Wir brauchen nicht 30.000, es waren schon schön ein paar Tausend mehr. Ja. Und weil das alles leichter für den Verein und so weiter und für die Stadt und für das Bundesland, dann kann man da einiges bewegen. Ja. Chris, Sandro, danke schön. Danke vielmals. Danke. Und wie gesagt, den Einjahresvertrag habe ich in der Tasche. Das heißt, Knäll gibt es auch und vom
Peter Backholt werde ich jetzt noch so jedes Mal zum Essen eingeladen, deswegen werde auch ich nicht verhungern. Peace, Leute. Ciao. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Millionenpublikum, hier ist mit Abstand das seriöseste Interview, was hier stattfinden wird. Und wir werden dich jetzt da 120 Sekunden lang verschiedene Fragen stellen. Du musst antworten, das ist vertraglich geregelt, okay, und mit deinem Trainer abgesprochen. Gut. Einverstanden? Bin ich auf der sicheren Seite. Du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Danke. Alles Gute, viel Glück bei unserem Fragenhagel. Ich bin bereit. Du bist ready? Gehen wir. Okay. Wie heißt denn du überhaupt? Christopher. Welche Position? Mittelfeld. Mittelfeld? Ja. Was hast du früher gespielt? Mittelfeld. Mittelfeld? Ja. Tormann, nix? Nein. Deine Lieblingsposition? Mittelfeld. Mittelfeld? Wundert mich nicht. Hast du Kinder? Ja. Wie viele? Eins. Eins. Wie alt? Zwei. Zwei? Zwei Jahre alt? Ja. Oder zwei Kinder? Zwei Jahre. Also zwei. Dein Lieblingstrainer? Peter Backholt. Peter Backholt. Ja, natürlich. Ah, cool. Und der Zweitlieblingstrainer? Peter Backholt. Peter Backholt. Sehr gut. Wo würdest du gerne mal spielen? Real Madrid. Real Madrid? Ja. Wann bist du dort? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Ja. Vertrag schon unterschrieben? Nein, noch nicht. Noch nicht. In Verhandlungen. Gespräche laufen? Gespräche laufen. Weiß der Peter davon? Nein, noch nicht. Also er fährt über das Interview? Ja. Sehr gut, das freut mich, dass er jetzt über uns erfährt. Super. Sehr gut. Wie gefällt dir das Training bei Peter? Super. Super, gell? Glaubst du, ist er fit? Also macht er dich fit für Real Madrid? Auf alle Fälle, ja. Okay. Was möchtest du machen bei Real Madrid? Spielen. Was genau? Fußball. Ach so. Ich dachte, eine andere Position. Okay, Trainerposten irgendwann mal? Nein. Niemals? Nein. Okay, was möchtest du nach deiner Lehrer. Karriere machen? Lehrer? Ja. Welches Fach? Mathematik und Sport. Schleich dich, Mathematik? Natürlich. A Quadrat plus B Quadrat? C Quadrat. C Quadrat, okay. Ja. XY-Achse kennst? Nein. Ich auch nicht. Sehr gut. Also Lehrer, ja. Fach, Mathe ist Mathematik, gesagt. Sport. Und Sport. Ja, was machst du im Sport? Fußball, oder? Volleyball. Volleyball? Ja. Du spielst Volleyball? Ja. Bist du viel zu klein? Nein. Nein? Ich kann gut hochspringen. Wirklich? Ja. Wie groß bist du? 1,70. 1,70? 1,80. Okay, 1,80. Na, immerhin, oder? Mit Schuhe, oder? Mit Schuhe. Ja. Ohne 1,79. Was wärst du geworden, wenn nicht Fußballer? Lehrer. Auch Lehrer? Sicher. Und du bleibst beim Lehrer? Ja. Okay. Traumjob. Traumjob. Wen, ja. Welchen Fußballer würdest du gerne mal treffen? Gar keinen. Gar keinen? Nein. Welche Persönlichkeit? Gar keiner. Ja, kannst du sagen, Chris Stefan, doch, bitte? Chris Stefan und Rory McIlroy. Rory wer? Rory McIlroy. Rory McIlroy? Ja. Okay, also Englisch wirst du auf jeden Fall nicht unterrichten. Nein. Habe ich mir fast gedacht. Danke fürs Interview. Danke. So, Freunde, wir sind jetzt beim Austria-Stüberl und hier ist auch schon der Captain. Jawohl, auf ein Soda-Zitron. Servus. Thorsten Mahler, wie geht's dir? Gut. Geht's dir gut? Ja, ich bin noch fit nach dem Training. Weiß nicht, ob es bei dir genauso ist. Mir geht's natürlich absolut ausgezeichnet. Ich habe Soda-Zitron getrunken und jetzt geht's mir wesentlich besser. Das Training war, sagen wir mal so, ich habe es schon vorhin gesagt, wenn ich einen Monat mit trainieren würde, müssten einige Angst haben um ihr Stammleibau. Bei uns? Oder? Nein. Und wir gehen jetzt einmal in das Stüberl rein, wo du immer bist, wenn du Grollen hast, oder? Oder kommst du da immer hin? Nein, da bleiben wir drüben, aber die Europameisterschaft war. Habt ihr hier geschaut? Da immer Public Viewing. Public Viewing? Also okay. Im kleinen Kreis. Passt, gut. Dann im kleinen Kreis gibt es jetzt ein kleines, geiles Interview. Los geht's. Erzähl einmal ganz kurz, weil ich habe eine Geschichte über dich gehört, wenn du ganz kurz erzählst, wie bist du überhaupt in die Bundesliga gekommen? Das war, glaube ich, ein Zufall, oder? Also nicht böse, ich meine, das ist. Zufall, ja. Ich meine, ich bin mit 18 nach Mattersburg gegangen, ja. Dachte eigentlich, dass das schneller funktioniert. Dann hat es eigentlich nicht funktioniert. Dann habe ich zum Studieren angefangen. Und dann, gerade wie ich fertig geworden bin, habe ich einen Anruf gekriegt, dass, ob ich, da habe ich mein Praktikum gemacht, ob ich bitte eine Woche Urlaub nehmen könnte und bei der ersten mittrainieren kann. Weil sie spielen in Altach und haben einen Innenverteidiger braucht noch, weil ich glaube, Malic war gesperrt zu der Zeit oder so. Und da hat Mattersburg eigentlich in der zweiten Liga gegen einen Abstieg gespielt. Und dann habe ich das Spiel auf einmal gespielt von Anfang an, es war ein bisschen überraschend. Und nach dem Spiel, da haben wir gewonnen in Altach. Und dann nach dem Spiel hat der Presse gesagt, jetzt kriegst du einen Profivertrag. Wie steppert, das war die Chance, gell? So hat das funktioniert bei mir. Ja. Wie hoch dotiert war der, wenn ich fragen darf? Ein Profivertrag. Okay. War das noch ein Schilling? Nein, das war nicht so schlecht. War schon, war nicht schlecht? Ein Euro und das war nicht so schlecht für einen jungen Burschen. Echt? Ja, ja.
War okay. War okay. War ein fairer Jugendprofi. Ist eine Louis Vuitton-Tasche sich ausgegangen? Das wäre sich ausgegangen, aber hast du nicht. Bin ich absolut nicht der Typ dafür. Bist nicht der Typ dafür. Also bist du nicht der, also die ganz Jungen machen das so, so Mode-Style und so Geschichten und so, bist du nicht so unterwegs oder? Oder wie? Zieh mir schon gerne an, dass es mir gefällt, aber es muss jetzt nicht vor Louis Vuitton oder vor Gucci oder was auch immer. Also das ist der komplett wurscht, gell? Wann hast du Geburtstag eigentlich? 22. Jänner. Also ist noch Zeitl her jetzt, gell? Also wir erwarten es noch. Na, Jänner, wir haben ja schon August jetzt, ja? Das stimmt. Ja. Jänner, was passiert da eigentlich, wenn jemand Geburtstag hat? Gibt es irgendwie ein Ritual da? Du hast das heute miterleben dürfen. Erzähl. Dann gibt es den Geburtstagstunnel, gibt es ein Ständchen und dann darfst du da durchflitzen. Wirklich? Ja. Und macht es auch so in der Kabine so ein Essen oder so? Ja, und die Geburtstagskinder bringen dann was zum Essen. Ja, da zahlen meistens 2-3 zusammen und bringen dann, je nachdem, auf was Lust haben. Habe ich richtig verstanden, dass ihr auch ab und zu mal so spontane Essen macht? Einmal in der Woche oder zweimal, keine Ahnung. So ja, es gibt ein paar Sachen. Also jetzt zum Beispiel waren ja unsere beiden, also unser Co-Trainer und der Zaki waren ja rot gesperrt, weil sie sich auf der Bank nicht benehmen haben können. Da haben sie dann auch ein Essen gebracht für die Mannschaft. Was hat es gegeben? Da hat es gegeben... Das war so gut. Backhändl, ja. Backhändl! Backhändl-Salat. Genau, ja. Das ist geil. Backhändl und Kartoffelsalat hat es gegeben. Ja. Na gut. Aber ja, gibt verschiedene Sachen. Also das heißt, ja, okay, das heißt aber, ihr habt ja wirklich so eine Gemeinschaft. Das heißt, ihr, weil es gibt ja nicht in jedem Verein, glaube ich, dass man da gemeinsam in der Kabine isst, oder? Also, na, vor allem nicht in der Häufigkeit, wie es wir haben. Dann haben wir auch unsere beiden Höschepartien. Da kommt ja auch immer Geld zusammen und wenn da genug zusammen ist, dann geht jeweilige Gruppe auch was essen und Champions League schauen und so. Also was, ein paar Sachen haben wir. Was gibt es für Strafen, wenn man zu spät kommt? Wir zahlen pauschal mal einen Zehner und pro Minute 3 Euro, glaube ich. Pro Minute 3 Euro? Ja, also wenn es deutlich zu spät kommt, kann es teuer werden. Okay, aber Spieltag doppelt. Aber geht sich aus, glaube ich, gell? Ja. Das geht sich aus. Aber bist du schon mal zu spät gekommen? Nicht in Klagenfurt. Nicht in Klagenfurt, ja. Aber woanders schon? Ja. Okay, hast du das gelernt? Ja, ich bin nach Mattersburg bin ich aus Wien pendelt, da war es verkehrstechnisch manchmal schwieriger, diese Ausreden zu bleiben. Sag einmal, was ist denn der Unterschied zwischen hier und den vorherigen Stationen des Kaffee? Ich habe nur einen anderen Verein eigentlich gehabt, wo ich lang war, wenn wir jetzt die Jugend rausnehmen. Ja. Schwer zu sagen. Ich finde schon, dass da das Ganze noch ein bisschen größer ist, weil irgendwie die ganze Mannschaft wohnt in Klagenfurt und in Mattersburg haben wir nicht alle in Mattersburg gelebt, das heißt, es war viel mehr verstreut. Und ja, deswegen, Klagenfurt ist ja recht klein, da triffst du dich dann so auch mal wieder, machst du was, gehst Kaffee trinken. Also es ist noch enger zusammen, finde ich alles. Ja, boah! Ja, gibt's die Chance im Fußball.